Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann Reloaded. Ich muss gleich am Anfang jetzt dazu sagen, falls ihr so ein leises Brummen im Hintergrund vernehmt, das ist mein Ventilator. Und der bleibt an, jawohl. Sonst schmelze ich hier nämlich. Dann laufe ich vom Stuhl. Müsst ihr euch dann so vorstellen, als hätte man auf der Pizza viel zu viel Käse gemacht. Wisst ihr, wo dann so Flatschen am Rand runterlaufen? Kann keiner wollen. Ist kein schöner Anblick. Na gut, bei einer Pizza vielleicht. Wo ist mein Bucher? Ja, das gehört eigentlich mit dazu, was ich noch erzählen wollte. Jetzt wollte ich sagen, Mensch, es ist so viel passiert. Beziehungsweise, ja, es stehen ja einige neue Mods in den Startlöchern. Ein niedlicher kleiner Bautz-Ladewagen ist rausgekommen. Dann haben wir uns ja im vorletzten Stream den Fendt angeguckt von Aran Modding. Wir haben uns den Caterpillar angeguckt vom Chris vom 112-Tech und natürlich das Bucher-Pack, das ich zum Testen habe und ausgetauscht habe. Und jetzt ist hier mein Bucher weg. Mitsamt der Milch. Die Mehle. Jetzt müssen wir neue Fassbucher kaufen. Ich glaube, ich war so schlau und habe das. Ja, natürlich. Das habe ich ja im Stream auf meinem Let's Play-Spielstand hier gemacht. Und wie soll es auch anders sein? Jetzt ist alles weg. Jetzt haben wir auch hier auf dem Hof keinen mehr. Und ich meine, ich habe alle, die wir natürlich, die wir zum Ausprobieren hatten, die hatte ich gemietet und habe sie alle wieder zurückgegeben. Ich glaube, wir haben keinen. Oh, wir sind bucherlos. Nein, das geht nicht. Kaufen, kaufen, kaufen. Also. Wow, das war echt schlau. Super. Ja, dann, ich brauche jetzt auf jeden Fall, wir brauchen jetzt einmal einen für Milch und der für Milch war ja weiß. Halt, falsches Weiß, das wollen wir nicht. Geländereifen, Fass, oben ohne, kaufen. So, jetzt können wir gleich mal wieder die Milch auffüllen. Ich wollte ganz was anderes mit euch machen. In der Theorie, aber Theorie ist grau, Praxis ist ja immer ein Unterschied zur Theorie. So. Wir machen einfach alles an, was geht. Die gute Milch. Ärgerlich. Ach so, jetzt bis das hier aufgefüllt ist, können wir nochmal schnell ein kleiner Bucher kaufen. Den hatte ich ja in Pink. Geländereifen mit Plattform ohne Dach. Dann brauchen wir den kleinen normalen Plattformanhänger dazu. Genau. Dann haben wir nämlich den auch schon wieder. Den lassen wir uns natürlich auch wieder auf den Hof liefern. Ist auch wieder, gell, Snoo-typisch eine Spitzenvorbereitung vom Let's Play. Ganz hervorragend. Ich hänge fest. Hallo. Jetzt habe ich mich hier. Ich habe mich verklemmt zwischen Bucher und Milchtank. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, den haben wir auch schon wieder. Och, dann fehlt ja. Ja, ich weiß schon. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wollte ich gar nicht. Der beim Hühnerhof fehlt ja jetzt auch wieder. Da hatte ich einmal den gelben. Könnt ihr euch erinnern, für die Eierkisten? Der ist ja in dem Fall auch weg. Apropos Eierkisten mit den Hühnern habe ich auch noch was vor. Jawohl. Köpfe werden rollen, ich sag's euch. Ich meine, das kann ja so nicht weitergehen. Das ist ja pure Arbeitsverweigerung. Absolute Unverschämtheit, finde ich das. Ja, wie findet ihr das? Ich wahrscheinlich auch. Kann man ja gar nicht anders sagen. So. Ist natürlich. Oh. Das ist natürlich wieder alles, Verzeihung, stehen geblieben hier. Und der Regen ist angesagt. Und jetzt ist auf die Felder alles reif. War auch wieder so eine Snoo-typische Aktion, kann ich euch sagen. Ich hatte ja gesagt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier alles machen, gell, was so liegen geblieben ist und so weiter und so weiter. Nehme meinen Let's Play-Spielstand zum Testen her und was passiert? Natürlich musste ich vorspulen und habe vergessen, es Wachstum auszumachen. Heu und Silage und ein Strohballen. Zweimal Heu, Silage holen wir lose. Komme hier schon wieder zu nichts.
Oder machen wir das? Nein, wir machen erst das mit die Hühner. Jawohl. Das heißt, jetzt braucht man noch mal einen war das jetzt der richtige? Ja, der ganz normale. Den hat man ja in Gackerlgelb, haben wir gesagt. So, Geländereifen, Plattform oben ohne und das gleiche mit dem Anhänger. Gackerlgelb, Geländereifen, Plattform Standard. Jawohl, den setzen wir jetzt nicht zurück. Da gehen wir selber zum Händler, weil das ist nämlich näher. Dann fahren wir den gleich mal zu die Hühner. So. Nee, nee, nee. Hier ist wieder was los. Ich kann es euch sagen. Ich meine, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel da extra. Na, was heißt viel? Kleiner Luxus, da ein extra Fahrzeug hinzustellen zum Hühnerhof. Ich finde es halt einfach praktisch, sonst muss ich immer mit irgendwas vom Hof dahin gurken. Vor allem, ihr wisst ja, ich gucke da immer wieder sporadisch hin und spontan. Und dann, ja, wenn ich sehe, es sind schon wieder ein paar Eierkisten da, dann machen wir die ja meistens in die Verpackstation rein, da in diesen Ei-Robot. Also heute brummt auch wieder alles. Jetzt hatte ich mein Handy doch auf lautlos. Wieso vibriert es denn trotzdem? Was ist das wieder für eine App, die sich das erlaubt? Na komm, komm, wir haben es doch eilig. Sonst kommen wir wieder zu nichts. Sonst bin ich die ganze Folge wieder bloß langweilig und doof durch die Gegend gefahren. Das geht doch nicht. So, den hat man hier. Also irgendwie. So, aber jetzt. Jetzt können wir gleich mal gucken. Ja gut, die hat schon lange fertig verpackt, das war mir klar. Oh, da passen ja gar nicht mehr viel rein. Da seht ihr mal. Wie sieht es denn aus mit dem Eierpreis? Dass wir das vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Wo waren die Eierkisten? Ich finde sie schon wieder nicht. Da sind sie. Beim Landhandelpreis steigen. Reifeisen kriegen wir mehr. Oh. Oh, schön. Gut. Auch merken. Vielleicht sollte ich mir das alles besser aufschreiben. Was war es jetzt alles? Jetzt müssen wir zurück auf den Hof. Mischfutter. Mischer für die Kühe auffüllen. Schweinefuttermischer wahrscheinlich auch. Befürchte ich mal. Ja. Oh Gott. Alles leer. Wie sieht es eigentlich mit der Gülle aus? Du liebe Zeit. So. Okay. Also. Plan ist folgender. Hatte Tobias ja geschrieben in die Kommentare. War nicht mal so eine schlechte Idee. Da hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Okay. Mal ein paar von den alten Hühner austauschen. Nein, müsst ihr natürlich nicht, gell? Das mache ich halt jetzt quasi als kleine Story in Anführungszeichen. Nicht, dass ihr meint, ihr müsst wirklich diese Hühner da austauschen. Ihr wisst, die Tierchen im LS haben eigentlich keine Abnutzungserscheinungen. Wie viel haben wir denn jetzt? 50. Na, ich würde ja sagen, wir nehmen, naja, wenn wir hier 48 rausnehmen, dann können wir 16 pro Stall. Naja, dann bleiben zwei Hühner da, dann ist im Haar nicht so langweilig. Okay, also. Jetzt brauchen wir unseren Viehtransporter, der steht ja immer bei den Schweinen. Oh Gott, was machen eigentlich die Ferkelkisten? Ich habe nicht mehr geguckt. Zu nix kommt man, zu nix.
Ja, wie gesagt, auf die Felder ist alles reif. Ach so, wegen dem Gras kann ich euch noch ganz kurz schnell zeigen. Ihr seht, ich habe es tatsächlich geschafft. Ja, die Wiesen sind gedüngt. Dafür ist aber jetzt wirklich alles reif. Alles hier ist abgeerntet. Da müsste eigentlich schon längst wieder nachgesät werden. Und ja, beim Rest, da können wir uns dann irgendwann wieder auf die Felder schmeißen. Und jetzt ist auch noch Regen angesagt. Ich meine, wir hatten. Haben wir nicht irgendwo noch ein Feld angefangen? Ah, ne, okay, da steht noch alles. An Gerätschaften. So, jetzt fahren wir zum Hühnerhof zuerst. Weil jetzt mit 48 Hühner hochfahren bringt ja nichts. Ich kriege die ja gar nicht unter. Ich glaube, pro Stall fehlen momentan 3 Hühner, also 9 Stück. Obwohl, dann könnte man vielleicht doch alle mitnehmen. Aber was macht der arme Hahn denn dann so ganz einsam und allein? Außerdem könnten die sich dann theoretisch nicht mehr vermehren, was sie natürlich im LS trotzdem tun. Also auch da keine Panik. Ihr müsst da keine Resthühner zurücklassen. Weg! Bin in wichtiger Mission unterwegs. Wo fahren wir denn unsere Hühners hin? Viehhändler oder Werner? Ich würde sagen Werner. Werner fragt mich jedes Mal, ob ich ihm wieder Tierchen bringe. Und immer muss ich Nein sagen. Ich hole immer bloß die Kisten mit den Fleischknochenreste für die Hunde. Da gucken wir mal, was uns der Werner da Schönes draus basteln kann. Ich meine, das sind all die Legehennen, also was könnte man da draus machen? Suppenhühner, Hühnerfrikassee, Nuggets. Aber das ist irgendwie auch alles kein Essen für die Temperaturen. Naja, jetzt gucken wir mal. Wir überlassen es dem Werner. Also, aufladen. Da kommen 16 raus. Ja, ihr habt es nicht anders gewollt. Wie oft habe ich gesagt, mehr Kisten? Achso, halt, stopp. Ich muss auf jeden Fall auch mal ein ernstes Wörtchen mit dem Viehhändler reden. Meine, wenn die jetzt schon so nachlassen, ich habe doch die Hühner noch kein Jahr. War bestimmt keine junge Hühner, der hat mir da irgendwelche durchgenudelten alten Legehennen aus dem anderen Stall andreht. Ja. Eine Idee abladen. Wie viel haben wir jetzt gesagt? 48, gell? Ja. So, bestätigen. Jawohl. Kann ja wohl nicht sein. Ach so, falls ihr das noch nicht gesehen habt, die werden ja jetzt hier so praktisch einzeln in kleinen Käfigen verpackt für den Transport. Ich kann ja mal oben aufmachen. Ist ja schön warm. So. Tut mir sehr leid, meine Damen. Bitte gut festhalten. Wie oft mich der Viehhändler schon beschissen hat. Ich kann es ja gar nicht mehr zählen. Aber es ist halt nun leider mal der einzige hier im Ort. Was heißt im Ort? Weit und breit.
Ja, aber so ist es, gell? Das weißt du ja ganz genau und nutzt es schamlos aus. So. Männer, Arbeit. Ich habe hier was für dich. 1A Qualitätspremium andersrum. Premium Qualitäts Legehennen, kaum gebraucht. Guck mal, was zahlst du mir für 48 Stück? Oh, toll. Finde ich gut. 1344 Euro. Ja, ich sag's immer wieder. Merkt euch meine Worte, Qualität hat ihren Preis. Hust, hust. So. Lass mir denn jetzt dem Hahn noch ein, zwei Hühnerchen da oder nehmen wir alle mit? Wir nehmen alle mit. Besser ist das. Muss ich nur hier schnell beim Schweinestall einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Kleines Sekündelchen. Naja, zwei Ferkel. Oh Gott, der Mist. Ich wollte nur mal gucken, was die Ferkelproduktion jetzt macht bei mir. Vorsichtig. Dann fahren wir jetzt hier an unseren kleinen Hühnerstall dran. Aufladen. Immer alle. Jawohl. So. Ja, doch. Ihr könnt euch abregen. Ihr braucht auch keine Angst haben. Es geht nicht zum Werner. Noch nicht. Aber das brauchen wir ja nicht wissen. Bin ja gespannt, ob das meine Eierproduktion wieder ankurbelt. Müsste es ja theoretisch. Oder die Hühner sind wirklich allesamt Arbeitsverweigerer. Kann auch sein. So. Dann schmeißen wir hier mal einen in den Aufladen. Abladen. Oh, halt mal. Moment, 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 Moment. Ah! Halt! Abbrechen, abbrechen. Was habe ich jetzt gemacht? Wie viel haben wir gesagt? 16 machen wir rein, gell? Also auf 196 müssen wir hoch. So. Jawohl. Hier wahrscheinlich auch. Bestätigen.
Und den Rest machen wir hier rein. Jawohl. Okay, ja gut. Dann warten wir jetzt einfach mal ab, was die Eierproduktion macht. Ich würde aber sagen, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.